Das ist das Nikolai G1. Mit dem Nikolai G1 hat Nikolai ein sehr schönes Rad für mich gebaut. Also wenn man auf diese Schweißnähte bei den Nikolais steht, dann ist das definitiv eine feine Geschichte. Und von der Geometrie her ist es auch schön lang und flach und ist definitiv sehr gefällig, das Rad. Ich bin selber ein großer Freund von so technischen Details an Fahrrädern und da kann man sich an dem Nikolai definitiv sehr satt sehen. Ich bin 1,76 Meter groß und bin das Nikolai G1 in der Größe M gefahren. Der allererste Eindruck beim Nikolai G1 war wieder erwarten unauffällig, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl die Specs doch eine deutlich andere Sprache sprechen. Mit einem Lenkwinkel von 62,5 Grad und einem Reach von 495 mm in Größe M würde ich das Nikolai G1 eher zu den deutlich längeren Rädern zählen, was aber beim Aufsitzen auf dem Rad definitiv kein Thema mehr ist, da es sich absolut unauffällig im ersten Moment anfühlt. Mit unauffällig meine ich, dass man sich nicht extrem langgezogen auf dem Rad fühlt, sondern dass man eigentlich sehr gut im Rad sitzt und eine sehr, sehr schöne Position einnehmen kann, was zu einer neutralen Fahrposition führt und was definitiv auf den Trails auch spürbar ist. Das Nikolai G1 kann grundsätzlich mit einer Federgabel von 150 bis 170 mm gefahren werden. Der Hinterbau ist vom Federweg her variabel und kann zwischen 162 und 175 mm Federweg bieten. Ich bin das Rad gefahren mit einer 170er Gabel. Und am Hinterbau waren 162 mm Federweg eingestellt. Des Weiteren bin ich das Rad in der 27,5 Zoll Variante gefahren. Das Nikolai G1 kann auch in 29 Zoll gefahren werden. Dies bedarf einer Anpassung des Rahmens durch Mutatoren. Mit den Mutatoren kann man natürlich dann entsprechend die Sitzstrebenlänge und die Kettenstrebenlänge anpassen. Somit hat man ein Fahrrad, das halt sehr individuell einsetzbar ist. Bergauf war die Performance des Nikolai G1 durchweg okay. Man muss dazu sagen, es ist natürlich kein Bergauf-Fahrrad im eigentlichen Sinne. Mit einem Sitzwinkel von 78,5 Grad bekommt man natürlich bei dem Nikolai G1 sehr viel Druck auf die Pedale und sitzt auch insgesamt halt weiter vorne im Rad, was die Bergauf-Performance deutlich verbessert. Bergab hat mir das Nikolai sehr gut gefallen, weil es insbesondere durch diese Länge, die das Rad bietet, extrem spurstabil ist. Gerade in der 27,5 Zoll Version, die ich gefahren bin, steht es einem aktuellen 29er aus meiner persönlichen Sicht in keiner Weise nach. Insbesondere durch die extreme Laufruhe, die das Rad mit sich bringt, ist es doch gerade auf schnellen Streckenabschnitten sehr präzise zu fahren. Wenn ihr ein Rad sucht, mit dem ihr sehr schnell auf technischen Enduro-Trails unterwegs sein könnt, dass ihr euch individuell aufbauen könnt und zudem auch noch absolut passabel bergauf treten könnt, dann ist das Nikolai G1 definitiv das richtige Rad für euch. Was ich mitgenommen habe, auch wenn ihr euch gerne bei den Rädern die Specs anschaut, gebt da vielleicht nicht zu viel drauf, sondern setzt euch drauf und fahrt. Beim Nikolai ist es der pure Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal. Den Link zum Nikolai G1 findet ihr unten in der Beschreibung. Ciao!